Creme dich ein, draußen ist es kalt. Diesen Ratschlag der Mama haben wir als Kinder oft gehört. Der war gut gemeint, aber war er auch gut gemacht? Das Eincremen soll vor trockener Winterhaut schützen, aber nicht nur Kinder, besonders auch ältere Menschen leiden dieser Tage unter trockener Haut. Unangenehmes Spannen und Jucken sind dann die Folge. Wie pflegen wir unser größtes Organ eigentlich richtig? Öle, Cremes, eine Lotion? Das wollen wir jetzt im Service klären. Mit unserer Hautärztin Jael Adler machen wir Schluss mit trockener Haut. Winterkälte im Wechsel mit trockener Heizungsluft, das reizt die Haut. Empfindliche Menschen bekommen oft sogar rissige Hände, Juckreiz oder kleine Entzündungen. Typische Anzeichen von trockener Haut. Auch heißes Wasser und scharfe Seifen können die Haut austrocknen. Genauso wie viel Sonne oder Solarium, Alkohol und Zigaretten. Die Folge? Die Haut kann keine Feuchtigkeit mehr binden. Doch wer jetzt einfach im Kosmetikhandel teure Cremes kauft, tut seiner Haut nicht unbedingt Gutes. Wer bemerkt, dass seine Haut trocken wird, lässt diese am besten vom Arzt untersuchen. Apotheker können eine genau passende und dabei günstige Pflege anrühren. Für den Winter am besten eine Creme mit wenig Wasser und einem hohen Fettanteil. Tja, und ich freue mich, dass Dr. Jael Adler heute bei uns ist. Was sind denn jetzt die Hauptursachen der trockenen Haut? Ist es die Kälte? Alles vertrocknet? Warum? Also es ist so, dass die trockene Haut sich in unserer obersten Hornschicht abspielt. Und normalerweise hat sie einen Wassergehalt von 20% und bei trockener Haut sinkt die deutlich unter 10%. Mhm. Ursache dafür ist entweder eine Genetik, also wenn man angeboren Neurodermitis hat oder einfach eine empfindliche trockene Haut, dann nennt man das Atopie. Oder man hat es sich selber zugefügt, indem man sich falsch gepflegt hat, Heizungsluft, Klimaanlage, Stress, Sonneneinstrahlung, zu viel Seife, zu viel Wasser. Das sind dann hausgemachte Probleme, die man aber auch umso besser wieder loswerden kann. Auch zu viel waschen? Ja, auch zu viel waschen, insbesondere zu viel Anwendung von Waschsubstanzen. Mhm. Also eigentlich reicht ein vernünftiges Wasser und nicht immer gleich das ganze Paket mit den 100.000 verschiedenen Duschgels und was es da alles gibt. Genau, am besten ist sogar, man nimmt nur ein Waschstück. Das ist dann nicht so ein verschwenderischer Umgang mit Waschgelen. Die sind nämlich viel reichhaltiger an Waschsubstanzen und man kann auch viel mit Wasser wegbekommen. Ja. Man ist ja nicht wirklich schmutzig. Man kriegt das meiste wirklich mit reinem Leitungswasser ab und mit dem Handtuch, das man dann zum Abrubbeln nimmt. Ja. Nun gibt es ja in jeder Drogerie überall allerlei Kosmetik, die verspricht Feuchtigkeit und Fett und Relaxen und was weiß ich nicht alles. Sie haben uns Dinge mitgebracht, die gegen trockene Haut helfen. Ich sehe nicht eins dieser üblichen Präparate, die wir alle zu Hause haben. Warum Finger weg von Kosmetika? Nicht unbedingt Finger weg. Die sind aber nicht individuell angepasst an einen Hauttyp. Die versprechen viel, aber man selber hat ja vielleicht trockene Arme, trockene Beine, aber ein fettiges Gesicht. Und da sollte man eher in die Apotheke gehen, wenn man ein Hautproblem hat und sich dort beraten lassen und eine Creme oder Salbe wählen, die zum Hauttyp passt. Und manchmal muss man auch ausprobieren, denn was für den einen gut ist, ist für den anderen lange nicht gut. Man sieht es bei Ihnen, Sie haben das mal hier auf so einem kleinen Spiegel vorbereitet, den halten wir mal in die Kamera. Da sieht man vier verschiedene Cremes, Salben, was genau? Ja. Das habe ich erkannt. Das ist die gute alte, man darf es, glaube ich, sagen, ohne ein Produkt zu nennen, Vaseline. Ja, richtig. Die wird natürlich nicht als angenehm empfunden. Ich habe sie einfach nur mal mitgebracht, damit man sieht, wie unterschiedlich Konsistenzen sein können. Hoher Fettgehalt, das hier zum Beispiel sieht aus wie Butter. Läuft jetzt schon weg, die läuft so ein bisschen weg, die ist am wasserhaltigsten. Also man kann eben Cremes und Salben bekommen mit unterschiedlichem Wasser- und Fettgehalt und man muss ausprobieren, was für einen selber am besten ist. Grundsätzlich im Winter eher mehr Fett, das haben Sie auch gesagt, denn Wasser ist eher störend. Wasser kann auf der Haut frieren und deswegen sollte man, gerade wenn man sich im Winter beim Skifahren oder im Schnee schützen möchte, möglichst viel Fett nehmen. Mhm. Viele Menschen schwören ja auf Öle. Also die sagen, eigentlich reicht das reine Olivenöl oder Jojoba und was es da nicht alles gibt. Was sagen Sie dazu? Fahrlässige Körperverletzung. Also Öle sind in reiner Form auf der Haut wirklich schädlich. Sie sind wie eine aggressive Waschsubstanz. Sie waschen nämlich unsere hauteigenen Fette aus, weil es flüssig ist und fettlöslich. Ja. Und wir haben das mühselig alles über Wochen produziert. Und mit dem Öl machen wir es kaputt. Öl ist gut, wenn man die Fettsäuren an sich des Öls sich zunutze macht und sie dann in eine Salbe oder eine Creme einarbeiten lässt durch den Apotheker. Also pur lieber nicht. Man kann aber auch schon, bevor es juckt und kratzt, vorbeugen. Wie? Wir gucken mal ein paar Beispiele an.
Bewegung an der frischen Luft fördert die Durchblutung. Dabei aber bitte warm anziehen und die Haut gegen Kälte schützen. Wenn das Hautfett durch Abwasch oder Duschen abgespült ist, möglichst bald eincremen. Viel trinken spendet der Haut Feuchtigkeit von innen. Am besten 2 Liter Wasser oder Kräutertee ist täglich. Und ein Ölbad hinterlässt einen pflegenden Film auf der Haut. Aber nur, wenn Sie sich hinterher nicht trocken rubbeln, sondern nur vorsichtig mit dem Handtuch abtupfen. Tja, da haben wir es gesehen. Also das Ölbad vorsichtig in Maßen genießen. Ein Wundermittel ist auch der Harnstoff. Den hatten wir eben gerade vergessen. Was ist von dem zu halten? Harnstoff ist sehr gut. Das ist eine ganz natürliche Substanz, die unser Körper auch produziert. Und da gibt es manchmal einen Mangel. Und den kann man ganz einfach zuführen. Der riecht nicht, der macht keine Allergien, er wird gut vertragen. Er ist günstig. Mhm. Und den eingearbeitet in eine Creme bewirkt oft Wunder. Und es gibt sehr viele Anhänger davon. Und das gibt es sogar auch rezeptfrei. Also Wenn man in die Apotheke geht, kann man sich das ohne Rezept vom Hautarzt auch mal beispielsweise in 5%iger Konzentration in eine Creme einarbeiten lassen. Ab welcher Temperatur empfehlen Sie denn wirklich, die Haut noch mal extra zu schützen? Also wie kalt muss es sein, dass ich irgendwas auftrage? Sehr individuell unterschiedlich, aber vielleicht so Pi mal Daumen, 5 Grad. Ab da lohnt es sich, sich einzucremen. Geht jetzt deutlich los. Dampfbäder fürs Gesicht ist ja auch so ein Mittel, wo man sagt, das tut gut, das entspannt. Ist das wirklich gut? Mit Dampfbädern wird der obersten Hautschicht Feuchtigkeit zugeführt. Das ist gut. Die sollte man dann nur anschließend einschließen, indem man wieder ein Fett aufträgt, damit die nicht sofort wieder sich verflüchtigt, diese Feuchtigkeit. Grundsätzlich ist Sauna, also auch Trockensauna, gesund. Man konnte nachweisen, dass wirklich eine verstärkte Hornschicht durch Feuchtung stattfindet. Was ja auch gerne von Frauen besonders am Wochenende gemacht wird, wenn es draußen schlechtes Wetter hat, eine schöne Maske aufs Gesicht. Gibt es auch, also alles, von Salz über aus dem Toten Meer über Ton, was weiß ich alles. Hilft da wirklich was und wenn ja, was? Auch mehr ein Aufplustereffekt der Haut. Für den Abend schön, die Falten werden weg. Weggeglättet, ist natürlich nicht nachhaltig und bei wirklich trockener Haut und krankhaft trockener Haut reicht es einfach nicht. Haben wir was vergessen, was wir unbedingt noch mit auf den Weg geben sollten? Ja, vielleicht ganz kurz zu sagen, zu viel Pflege kann ebenfalls Trockenheit und Schuppen imitieren. Ja. Und Juckreiz. Und manche Männer, aber auch manche Frauen haben Rötungen im Gesicht im Bereich Stirnhaargrenze, Augenbrauen, Nasen, Falte. Und diese Rötungen sind von Schuppen belegt, haben auch manchmal Juckreiz. Das ist keine trockene Haut, sondern eher das Gegenteil. Wenn das also auftritt, wirklich zum Hautarzt gehen und sich beraten lassen, denn dann muss man antientzündlich behandeln. Also da dann wirklich den Fachmann und die Fachfrau wie unsere befragen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und die Tipps nochmal zusammengefasst, die finden Sie natürlich bei uns im Internet und auch auf unserer rbb-Textseite. Ich wünsche Ihnen keine trockene Haut, sondern ein schönes, entspanntes Gefühl. Sie haben uns ein Stück dahin gebracht. Vielen Dank. Schön.